ihn getötet! Du bist also die Heldin, der wir den Sieg verdanken. Sag mir deinen Namen, damit ich dich als Kriegerin würdig empfangen kann. Chere, Pater. Es ist lange her. Unmöglich. Ich sah dich fallen. Ich bin nicht gefallen. Du hast mich in den Tod geschickt. Ich tat, was von mir als Spartiaten erwartet wurde. Ich habe meinen Frieden gemacht. Mach du den deinen. Du warst mein Vater. Du hättest mich beschützen müssen. Du warst leichtsinnig. Du hast mir keine Wahl gelassen. Ich habe meinen Bruder beschützt, weil du es nicht getan hast. Das Orakel sagte eindeutig, dass Alexios sterben muss. Ihr Wort ist Gesetz. Das weißt du. Du kannst dich nicht länger hinter deinem Pflichtbewusstsein verstecken. Genug! Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, Cassandra. Ich lebe und sterbe als Spartiat. Es winkt eine große Belohnung für den, der dem Wolf den Kopf abschlagen kann. Bist du deshalb gekommen? Du hast dich lange genug gedrückt. Jetzt wirst du dich verantworten. Obwohl du den Tod verdienst, liegt keine Ehre auf dem Feld der Rache. Du musst dich den Geistern der Vergangenheit stellen, Pater. Und das ist noch viel schlimmer als der Tod. Ich habe in meiner Pflicht versagt. Ich habe dich nicht beschützt. Euch beide nicht. Ich liebte dich. Und deinen Bruder. Als wärt ihr die meinen gewesen. Aber das wart ihr nie. Was meinst du? Das ist eine Frage. Die musst du deiner Mutter stellen. Warte. Finde deine Mutter. Sie finden? Wo Myrina auch ist. Sie weiß mehr darüber als ich. Wohin gehst du? Meine Ehre suchen. Meide die Schlangen im Gras, Cassandra. Ich muss von hier verschwinden. Ich sollte zurück zu Barnabas. Und los geht's.
Der Geruch von Frühling liegt in der Luft. Erinnert mich an Sparta. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Und? Hast du deinen Vater ermordet? Stiefvater. Die Götter werden dich wohl nicht so hart verurteilen für einen Stiefvatermord. Nikolaus hat mich aufgezogen, ausgebildet. Er war mein Vater, auch wenn er mich umbringen wollte. Macht es das jetzt besser oder schlimmer? Egal. Deine Familie ist nicht die einzige, die kompliziert ist. Danke, Barnabas. Ich kann mich glücklich schätzen, dich zu haben. Ich bin gern für dich da. Kann ich sonst etwas für dich tun? Meine Martha zu finden. Sie lebt, Barnabas. Zumindest hat Nikolaus das geglaubt. Das sind gute Nachrichten. Gesegnet sei Hera. Was nun? Welchen Kurs soll ich anpeilen? Zuerst müssen wir nach Phokis. Elpenor wollte mich dort treffen. Er schuldet mir Geld und eine Erklärung. Also gut, Cassandra. Aber lass uns gleich um die Weisheit der Pythia bitten, wenn wir da sind. Wenn jemand Antworten für dich bereithält, dann das Orakel von Delphi. Ich denk drüber nach. Gut. Könige und Königinnen reisen nach Phokis, um die Pythia zu befragen. Sie kann Kriege beginnen oder beenden. Man sagt es... Ja, ich weiß. Genug Orakelgerede fürs Erste. Zurück zum Wesentlichen. Du weißt, wo du Elpenor treffen sollst, richtig? Er lebt bei der Anlegestelle der Pilger. Aber Nikolaus' letzte Worte waren eine Warnung vor Schlangen im Gras. Klingt, als solltest du dich gut vorbereiten. Elpenor sollte sich gut vorbereiten. Wir treffen uns bei Apollons Tempel in Delphi, wenn die Schlangen erledigt sind. Oh, Cassandra, wegen der ganzen Aufregung hätte ich es fast vergessen. Deinem Zuhause sind schreckliche Dinge widerfahren. Der alten Hütte? Die hielt doch eh kaum einer Brise stand. Ich meinte Kephallenia. Eine Krankheit sucht die Insel heim. Man sagt, sie kam aus Kausos und es gebe kein Heilmittel. Viele sind schon gestorben. Malakka, der Priester hatte recht. Ein Wort von dir und wir drehen um und segeln nach Kephallenia, wenn du willst. Danke, Barnabas. Ich denke darüber nach. Los jetzt. Elpenor wird eine Menge erklären müssen. Thank you.
Martha hat mir früher von Kira und den Heiligen Kriegen erzählt. Ich frage mich, ob sie je hier war. Willkommen, Freundin. Mein Name ist Sargon. Verwalter mythischer und außergewöhnlicher Antiquitäten. Ich habe alles, was dein Herz begehren könnte. Ich traf noch keinen Händler, der so stolz auf seine Waren. Ich traf nur... Na gut. Ah, Söldnerin. Wie war es in Megaris? Der Wolf ist tot. Sehr gut. Der volle Lohn, wie versprochen. Dachtest du, ich würde feilschen? Ach, komm, Cassandra. Ich schicke nicht jeden Tag jemanden los, den eigenen Vater zu töten. Aber er war ja auch nicht dein wahrer Vater, oder? Woher wusstest du, dass Nikolaus mein Stiefvater ist? Ich liebe das Theater. Alle Künste eigentlich. Ein großer Feldherr wirft seine eigenen Kinder auf Geheiß des Orakels von einer Klippe. Es ist eine Tragödie für die Ewigkeit. Du hältst mein Leben für Unterhaltung? Oh nein, meine Liebe. Es ist Kunst. Ich weiß, es ist etwas viel auf einmal. Komm. Sag mir, Söldnerin, hast du etwas von Wert bei deinem Treffen mit dem Wolf gelernt? Er sprach von meiner Mutter. Sie ist am Leben. Nicht mehr lange, fürchte ich. Was willst du damit sagen? Natürlich, dass du mir ihren Kopf bringen wirst. Bist du verrückt geworden? Du hast den Mann, der dich aufzog, für einen Beutel Münzen getötet. Da habe ich eben angenommen, dass du genau wie ich deine Familie tot sehen willst. Malaka! Du meinst, du kannst Spielchen spielen? Ich schneide dir die Zunge raus! Sehr enttäuschend. Wen er es wohl jetzt wieder abgesehen hat.
Ladungsverzeichnis. Elpenor hat sowohl an Sparta als auch an Athen Waffen verkauft. Der Krieg ist in seinem Interesse. Ein Brief an Elpenor? Oh, Phoebe, du hast ihn direkt zu mir geführt. Ich habe viele heimtückische Menschen getroffen. Aber sie waren nichts im Vergleich zu Elpenor. Jeden Stein werde ich umdrehen, bis ich diese widerwärtige Schlange gefunden und zur Strecke gebracht habe. Niemand darf mich entdecken. Scheiß auf sie alle. Götter. Oh. Was ist dein Problem? Was ist nicht mein verfluchtes Problem? Das Orakel zum einen, die See zum anderen, von meiner Mannschaft ganz zu schweigen. Du hast mit dem Orakel zu tun? Du bist weit weg von Delphi. Hatte zu tun. Und womit ich zu tun habe, geht dich nichts an. Ich brauche keine Söldnerin. Wenn überhaupt, dann brauche ich Götter. Wenn man was erledigt haben will, muss man es schon selbst tun. Da hast du recht. Man kann Göttern und ihren Dienern nicht trauen. Also, wer bist du? Ich bin Gelon von der Heizahn. Die Heizahn ist dein Boot? Sehe ich aus wie ein verfluchtes Fischersweib? Ich führe ein Schiff, kein Boot. Es war nur eine Frage. Ich bin hier, um zu helfen. Oh, es ist nicht deine Schuld. Nach dem Geschäft mit dem Orakel wollte ich mein Schiff und meine Mannschaft hier treffen. Das war gestern und sie sind nirgends zu sehen. Also, wo ist die Heizahn? Ich wäre nicht hier, wenn ich es wüsste, oder nicht? Also gut, ich drücke es anders aus. Wo sollte die Mannschaft jetzt sein? Nun, ich schickte die kleine Giki fort. Pilger laufen im seichten Wasser oft auf und, wir helfen sozusagen. Oh, die Kleine? Ja. Die beste Hilfe, die ich je hatte. Und mehr. Finde mein Schiff und meine Giki, ja? Ich bezahle dich. Ich finde heraus, was geschehen ist und bring sie her. Ich finde sie und komme so schnell es geht zurück.
Komm schon. Wird gut bewacht. Los! Menschen des Prometheus. Könnte ihnen Athena nur Leben einhauchen. Heiligtum von Delphi. Die Götter selbst wachen über dieses Land. Ich hoffe, dieses Orakel hat bessere Nachrichten als das in Sparta. Deporte, procede, quiero que no pase.
Kassandra, ist das nicht beeindruckend? Wir sind den Göttern so nah, dass ich Apollon überall spüre. Wie lief es mit Elpenor? Das erzähle ich dir später, unter vier Augen. Wer ist das? Nur ein einfacher Pilger. Er hat gerade das Orakel getroffen. Ich musste ihn einfach fragen, ob sie so glorreich ist, wie alle sagen. Und? Was sagst du? Sie hat mir mehr neue Fragen als Antworten gegeben. So sind die Orakel. Du hast nicht gelogen. Es ist wirklich der Speer von Leonidas. Vielleicht habe ich dich erwähnt. Ich würde mich über ein bisschen mehr Verschwiegenheit freuen. Er schien eben an Legenden wie dir interessiert zu sein. Ich dachte, ihr würdet euch verstehen. Wie? Du erkennst den Speer mit nur einem Blick? Du bist kein einfacher Pilger. In Delphi ist nichts nur so, wie es scheint. Auch ich nicht. Mein Name ist Herodotus. Ich bin Geschichtenerzähler. Das war ich jedenfalls. Der Krieg zwingt uns allen Neues auf. Damit hast du recht. Warum verschleierst du deine Identität? Ich bin hier auf Geheiß eines Mannes aus Athen. Eines mächtigen Mannes. Wir haben vor, diesen Krieg endlich zu beenden. Du hast mir erzählt, du wolltest das Orakel etwas Persönliches fragen. Der Krieg ist persönlich, Barnabas. Also, wolltest du von der Pythia wissen, wie man den Krieg beendet? Ja, aber in Delphi stimmt irgendetwas nicht. An jeder Ecke stehen Wachen, die Menschen werden abgewiesen. Ich will der Pythia ein paar Fragen stellen. Aber diese Schlange, ich bin alt und grau, bis ich sie endlich treffe. Du machst Witze! Du besitzt mehr Waffen als eine Schmiede. Ich will hier keinen Ärger machen. Ärger? Geh einfach rein! Wer will dich aufhalten? Der Priester? Na schön. Aber wenn das schief geht, gebe ich dir die Schuld dafür, Barnabas. Ist sie nicht genauso großartig, wie ich sagte? Ich will die Pythia sehen. Eintritt erhält nur, wer vom Licht des Apollon auserwählt wurde. Und wie wird man auserwählt? Indem man sich hinten anstellt. Sehe ich aus, als würde ich mich hinten anstellen? Tritt ein in das Licht des Apollon, in das Licht, das alle Schatten erleuchtet. Wähle deine Frage mit Bedacht, Sterbliche, denn nur eine ist dir gewährt. Sprich, Wahrheitssuchende! Als Kind verlor ich meine Mutter. Ich muss sie finden. Wo ist sie? Du bist es, aus den Visionen, das Kind auf dem Berg. Wie kannst du das wissen? Du musst gehen, sofort. Gehen? Hast du eine Ahnung, was ich durchstehen musste, um hierher zu kommen? Oh, das habe ich. Ich sah, dass sich der Blick des Priesters auf Kausos nicht in die Knie zwang. Ein Kind und seine Familie verdanken dir ihr Leben. Aber woher? Niemand kann sich vor dem Licht verstecken. Bitte, der Weg hierher war weit. Ich brauche Antworten auf meine Fragen. Kind des Berges. Der Kult des Kosmos hat seine Augen überall. Sie werden dich töten. Kult des Kosmos? Das Orakel hat gesprochen. Die Prophezeiung ist dein. Du hast meine Fragen nicht beantwortet. Die Pythia ist fertig für heute. Ich gehe nicht ohne Antworten. Herodotos, du bist noch hier. Wo ist Barnabas?
Er ist zum Schiff zurückgegangen. Du scheinst nicht glücklich über deine Prophezeiung zu sein. Sie wusste, wer ich bin. Sie ist die Pythia. Es gehört zu ihrem Beruf, so zu tun, als würde sie dich kennen. Sie hat nicht nur so getan. Sie sagte, sie habe Visionen von mir als Kind auf einem Berg. Welches Kind stand nicht schon mal auf einem Berg? Ich bin von diesem Berg geworfen worden. Mein Leben endete und begann auf diesem Berg. Glaub mir, sie wusste, wer ich bin, was ich getan habe. Sie wollte mich warnen. Warnen? Wovor? Sie sprach vom Kult des Kosmos. Sagt dir das irgendetwas? Ich habe Gerüchte gehört. Ein Kult, kein gewöhnlicher, auf dem Weg nach Delphi. Aber ich habe denen keine Beachtung geschenkt. Die Pythia hatte Angst vor ihnen. Die Wachen haben sie fortgeführt. Fortgeführt? Dann stimmen die Gerüchte. Wenn dieser Kult die Pythia manipuliert... Das sind erschütternde Neuigkeiten. Weißt du, was das bedeutet? Durch sie kontrolliert dieser Kult die Welt. Ich muss unbedingt mit ihr sprechen, wenn sie nicht so gut bewacht wird. Dafür müssten dir die Götter ein Wunder schenken. Sie wird immer bewacht. Ich werde herausfinden, wo die Pythia lebt. Und meine Antworten bekommen. Cassandra, vergiss eines nicht. Schiere Kraft ist nutzlos, wo Feingefühl vonnöten ist. Ah, Söldnerin! Na, welch hübscher Anblick für meine alten Augen. Jung, voller Elan. Vielleicht sollte ich nur für deinen Körper bezahlen, statt für deine Hilfe. Alles wird mit den Jahren besser, oder? Sogar du. Das Orakel sagte, wenn ich lange und glücklich leben will, muss ich jung bleiben. Im Herzen. Aber ich schweife ab. Ich brauche deine Hilfe mehr als deinen wundervollen Körper. Das höre ich gern. Koragos, mein Gatte, ist überfordert von meinem Verlangen nach Vergnügen. Ich schätze, das wäre jedermann. Oh, ich habe viele Liebhaber, aber nur ihn liebe ich. Wenn wir zusammen sind, ist es unbeschreiblich. Dann beschreib es nicht. Als wir jünger waren, liefen wir im Mondlicht in den Wald, warfen unsere Kleider von uns und liebten uns bis zum Morgengrauen. Unsere ekstatischen Schreie hallten durch das ganze Tal. Ich hoffe, in deinem Alter bin ich auch noch so lebhaft. Ich bin jetzt lebhafter als jemals zuvor. Was hat das alles mit mir zu tun? Ich hörte von einem mächtigen Elixier, das einem die Lebenskraft und die Ausdauer von Eros verleiht. Wenn du mir die Zutaten besorgst, kann ich es für meinen Gatten zubereiten. Also gut, ich sammle die Zutaten. Wenn du versprichst, dass du deine nächtlichen Aktivitäten für dich behältst. Ich habe etwas Geld und Koragos hat noch mehr. Wenn du mir Bärenhoden und eine Hirschzunge bringst, kann ich das Elixier zubereiten. Oh, mehr brauchst du nicht. Keine Sorge, ich bezahle dich gut und Koragos wird dir sicher auch dankbar sein. Ich komme bald wieder zurück. Brauchst du etwas, Staatsmann? Mein Freund ist Befehlshaber. An es klingt, als verträge dein Freund kein Wahr. Er hat. Und ich. Sonnenaufgang. Cassandra! Malaka!
Wenn das nicht die Adlerfrau persönlich ist. Du bist groß geworden, Cassandra. Und du bist alt geworden, Photios, der Hundeatem. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, dein Schiff in Brand gesteckt. Mein Schiff und mein Bart. Inzwischen lasse ich es etwas ruhiger angehen. Sage mir, werden Söldner hier besser bezahlt als auf Kefalenia? Natürlich! Besser als bei Markus, das ist sicher. Jeder zahlt mehr als Markus. Du hattest Glück, dass ich seine Aufträge übernommen habe. Ich lerne schnell und er ist ein Gauner. Jetzt mache ich nur noch die einfachen Sachen. Im Moment arbeite ich hier als Wachmann. Leichte Arbeit. Meistens. Einmal Söldner, immer Söldner. Davon kann man sich nie ganz lösen. Recht hast du. Das stelle ich gerade mal wieder fest. Der Ärger geht und kommt doppelt zurück. Ist irgendwas passiert? Ein paar Priester haben die Schatzkammer geplündert. Sie nahmen die Saphire, eine Spende des thrakischen Königs. Die Schweine. Das wird deinem Geldgeber nicht gefallen. Nein, aber dir vielleicht. Statuiere ein Exempel an den Dieben. Finde sie und die Saphire. Und ich zahle dir viel mehr, als du aus Kefalenia gewöhnt bist. Also gut, ich helfe dir. Aber was? Ich habe die alten Zeiten nicht vergessen. Ich schulde dir was, Photios. Ich will kein Geld von dir. Und ich dachte, ich werde langsam weich. Das sollte nicht allzu lange dauern. Das muss die Höhle sein, die Photios erwähnt hat. Die Priester waren auch hier. Aber keine Spur von den Saphiren. Vereinbarung erfüllt. Die Saphire werden ohne Abzug verkauft.
Treffpunkt in der Despina-Festung. Tja, jetzt weiß ich, wo ich als nächstes hin muss. Das Orakel versteckt sich da drin. Endlich erhalte ich Antworten. Wird die Pythia so gut bewacht? Thank you.
will dir nichts antun. Ich will nur antworten. Die Pythia ist ein heiliges Gefäß der Götter. Die Menschen reisen für meine Antworten um die Welt. Aber keiner würde es wagen, in mein Haus einzubrechen. Apollons Zorn wird grausam und schnell sein. Wachen! Genug mit den Lügen. Sag mir endlich, was ich wissen will. Ich kann nicht atmen. Wenn du schreist, wenn du mich anlügst, werde ich dir die Kehle durchschneiden. Ich bin schon tot. Sie werden herausfinden, dass du hier warst. Und dafür werden sie mich töten. Wer? Dieser Kult des Kosmos? Sprich! Ja, der Kult will dich tot sehen. Sie wissen, dass du hier bist. Das ist deine Chance, das Richtige zu tun. Sag mir, wo ich den Kult finden kann. Sag mir, wo sie sind. Oder wir suchen gemeinsam nach ihnen. Unter dem Tempel des Apollon liegt eine alte Kammer. Ich glaube, dass sie sich dort treffen. Aber ohne Maske und Mantel wirst du es keine zwei Schritte weit hineinschaffen. Und woher bekomme ich so etwas? Mich besucht ab und an ein Mann. Er vergewissert sich, dass ich gut behandelt werde. Ich besitze das größte Haus in der Chora von Delphi. Und dennoch gibt er mir Drachmen für meine Mühen. Boah, ich finde ihn unheimlich. Wie heißt er? Elpenor. Elpenor? Er gehört zum Kult? Das weiß ich nicht sicher. Aber wenn, dann besitzt er die Sachen, die du brauchst. Weißt du vielleicht, wo ich ihn finden kann? Südlich des Tals der Nymphe liegt eine Festung. Angeblich führt er dort seine Geschäfte. Das war hilfreich. Jetzt raus aus meinem Haus! So viel zum Feingefühl. Dein Leben gehört mir! Ah!
Also, was hat dir die Pythia erzählt? Der Kult des Kosmos verfolgt mich. Aber jetzt mache ich Jagd auf ihn. Sie treffen sich in einer geheimen Kammer unter dem Tempel des Apollon. Also ist alles wahr. Wenn der Kult eines geschafft hat, dann diesen alten Mann zu täuschen. Ich kann nicht ohne Maske und Mantel dort hinein. Sie sind die Erkennungszeichen des Kults. Der Tempel des Apollon ist bei der Höhle von Gea. Nicht schwer zu finden. Aber Maske und Mantel eines Kultisten? Wie willst du so etwas bekommen? Die Pythia hat mir einen Tipp gegeben. Wenn ich soweit bin, treffen wir uns am Tempel. Aber erst töte ich Elpenor, diesen verdammten Lügner. Ella. Heiliger Boden. Du solltest nicht hier sein. Nun, geh oder sage mir, was du willst. Wer bist du? Eine Söldnerin. Ich will keinen Ärger, aber wenn du welchen suchst, leg los. Dein Name? Ich bin Cassandra. Manche nennen mich die Adlerfrau. Ich bin Daphne, Anführerin der Töchter der Artemis. Und du bist vielleicht genau die, nach der ich gesucht habe. Und wer wäre das? Eine Kriegerin, eine Jägerin, eine Verbinderin unserer Welt mit der der Götter. Eine, die sich meiner Herausforderung stellt. Wenn du es so formulierst, wie könnte ich da ablehnen? In der Nähe gibt es einen Eber. Töte ihn und bringe mir sein Fell. Ich soll ein Schwein erlegen? Er ist kein gewöhnlicher Eber. Sehen wir, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Töte ihn. Und bringe mir sein Fell. Ich werde warten mit deiner Belohnung. Thank you.
mal ein Schwein. Komm schon. Ah!
Und darf mir das Fell bringen. Dich verlaufen? Hier, ich habe das Schwein erlegt. Du bist fähig. Daran besteht kein Zweifel. Ich habe viele Talente. Das versichere ich dir. Oh, ist dem so? Nun, ich freue mich darauf, sie einer Prüfung zu unterziehen. Oh, und was schwebt dir vor? Oh, so vieles. Doch zuerst zum Geschäft. Durch diese Welt streifen Bestien, die aber nicht von ihr stammen. Die Götter brachten sie zu uns als Prüfungen, als Test. Weder Götter noch Sterbliche konnten mich bislang von meinem Weg abbringen. Wir werden sehen. Und was genau soll ich für dich tun? Ich will, dass du dich in Artemis' Augen als würdig erweist und diese Kreaturen jagst. Ich muss keinem meinen Wert beweisen. Sag mir nur, was die Belohnung ist. Für jedes Fell, das du mir bringst, werde ich dir eine Gnade der Artemis gewähren. Wenn du alle Bestien erlegt hast, wird sich deine Verbindung zu den Töchtern der Artemis für immer, sagen wir mal so, verändern. Gut, ich werde es tun. Wie viele von diesen Tieren muss ich erlegen? Artemis stellt dich vor 8 Prüfungen. Du hast deine Reise bereits begonnen. Nun erlege die restlichen Tiere. Werde ich die Kreaturen auch erkennen? Das wirst du. Bring mir die Felle. Ich werde mit meinen Schwestern, den Töchtern der Artemis, auf dich warten. Ich hoffe, du lässt mich nicht so lange auf dein schönes Gesicht warten.